Hallo, was machst du denn hier? Ich mache gerade ein Interview für Dark Tunes. Ich gebe dir einen Flyer. Hier. Und dann darfst du mir erzählen, wie lange du schon hier bist. Seit ungefähr 12 Uhr. Heute? Ja. Zelten? Nein. Hotel? Hotel Alt-Kornowitz, was ich nur empfehlen kann. Sehr schön, sehr schön. Und was sind die Pläne für heute noch? Das Vegetieren in vollem Maße auskosten. Von Alkohol bis Modehalle bis Freunde treffen und gucken, was passiert. Gucken, was passiert? Band geplant heute, irgendein Konzert? Wahrscheinlich auch in der Accra-Halle, aber vielleicht auch in Kohlrabi-Zirkus für Lacuna Coil. Okay, bist noch nicht entschieden. Richtig, wir machen das alles sehr spontan hier. Gut, alles klar. Dann wünsche ich viel Spaß beim Planen noch und schönen Abend. Bis dann. Zum wievielten Mal bist du jetzt auf dem WGT, Lars? Ich bin die Jungfrau, das erste Mal. Das müssen wir doch gebührend feiern, oder? Hast du dich schon heftig betrunken deshalb? Oh ja. Gestern? Oh ja. Du wirkst aber jetzt schon wieder nüchtern. Was ist passiert? Ja, ich bin den ganzen Tag unterwegs gewesen, wollte mal die schöne Stadt sehen hier und so weiter. Das kann man eigentlich nur nüchtern erleben im Endeffekt. Ach so, da ist dir schon aufgefallen, dass du noch gar nicht in der Stadt bist. Du bist hier in der Accra. Ja, das ist mir klar. Da hast du ja Glück gehabt. Ich bin wieder zurückgekehrt. Ach, du warst schon in der Stadt? Ich war schon in der Stadt, ja, ja. Ich bin schon wieder da. Okay, was hast du Spannendes erlebt? Also die Stadt selber, sehr viel erlebt, auf jeden Fall. Also ich habe ja einen Bekannten in Leipzig auch. Der hat mich hier rumgeführt und so weiter, ein paar Ecken gezeigt, war sehr schön. Und bei Schwarz 10 war ich noch. Also im Endeffekt Boten des Todes heißt das. Okay, war das, was war das? Das ging im Endeffekt um Tiere irgendwie und die Mystik dahinter, was den Tod angeht. Also war sehr interessant, war auf so einem Dachboden so, sehr klein, aber sehr interessant, sehr informativ. Okay, klingt spannend. Und was ist der Plan für heute? Heute, ich werde mir noch Project Pitchfork antun heute, werde noch duschen gehen, mich wieder besaufen. Okay. Und das war's dann im Endeffekt. Aber. Super, alles klar, dann viel Spaß, bis dann. Dark Tunes TV. Live auf dem WGT. Wir suchen ein paar lustige Impressionen. Was hat euch hierher verschlagen? Ihr gehört natürlich zur Szene, ist klar. Besonderer Grund, warum ihr dieses Jahr ausgerechnet hier seid? Die Bands, die Leute, die man kennt. Das also, wie immer? Das Drumherum. Das macht so, ja. Okay, wo kommt ihr her? Berlin. Mittendrin. Da ist doch die Szene, aber... Ach so, eher nicht. Das verstehe. Berlin hat aber doch eine recht große und bekannte Gothic-Szene. So... Aus Erfurt, von daher aus Thüringen. Da ist nicht so viel los? Na, weniger, es kommt ganz drauf an. Okay, super. Noch Pläne für heute Abend? Pitchfork. Ja, da wo XX spielt, also wo war das jetzt nochmal? Das ist, müsste ich jetzt nachgucken, ja. Auf dem Plan? Hast du den nicht dabei? Also sowas. Grillparty. Grillparty, der Plan liegt im Auto. Ja, da gucken wir dann mal drauf, wo wir dann mal hinschauen werden, ja. Gut, alles klar, vielen Dank, dann schönen Abend noch. Bis dann. Ciao. Kommt zu mir. Ich darf euch ein paar Fragen stellen im Namen von Dark Tunes TV. Okay. Hier ist der Flyer. Super. Zum ersten Mal auf dem WGT? Nein, auf keinen Fall, oder? Nein. Wie viel Mal? Das fünfte. Das zweite. Okay, also ihr wart noch nicht oft zusammen hier. Nein, nicht wirklich. Ach so, ihr kennt euch noch gar nicht so lange. Frisches Glück. Na, schauen wir mal, was draus wird in diesen kurzlebigen Zeiten. Wie sind die Pläne für heute? Keine Ahnung. Nee, noch nicht mal den Plan geguckt? Doch, das schon, aber noch nichts weiter dabei gewesen. Ach so. Also XRX und Eisenfunk auf jeden Fall noch heute. Da werden wir uns dann da sehen. XRX und Eisenfunk, alles klar. Werde ich auch sein. Sonst noch irgendwas Spezielles heute? Nein. Nö. Und in den nächsten Tagen irgendeinen ganz bestimmten Plan noch, was hier abgehen soll? Auch ich plane von Tag zu Tag, also ich weiß nicht. Okay, ihr macht es auch sehr spontan, machen sehr viele hier. Super, vielen Dank, bis dann.